Yo, was geht ab? Heute ist es endlich soweit. Heute werden wir erfahren, wer beim Okta-Battle jetzt von Helo und Morgana weiterkommt. Bevor ich in die Bewertung reingehe von Julian, möchte ich vorher nochmal kurz drei Sachen loswerden. Und zwar erstens, Helo, du bist gegrüßt, falls du das sehen solltest. Ich habe mich über deinen Kommentar mega gefreut. Wirklich mega cool. Und falls du meine Antwort nicht gelesen hast, du hast auch eine ziemlich coole Cap. Und Morgana, also zweitens Morgana, auch ihr die dicksten Grüße zurück. Helo natürlich auch. Ich glaube, ich habe das jetzt gerade vergessen. Euch beiden einfach die dicksten Grüße zurück. Auch dein Kommentar habe ich gelesen. Das freut mich einfach jedes Mal. Wenn ich so ein cooles Feedback von den Interpreten selbst kriege, das zeigt mir so im Prinzip, dass das, was ich mache, an sich ja so nicht falsch sein kann. Mit meiner sympathischen Art. Da kommen wir zum dritten Punkt. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber die Reactions zu den beiden Battles haben so viele neue Leute hierher geholt. Und ich küsse jeden einzelnen von euch auf das rechte Auge. Nicht das linke, sondern das rechte. Es hat mich super gefreut, was für ein unglaublich gutes, positives Feedback ich bekommen habe. Wie viele Abonnenten dazu gekommen sind, die Likes, die Klicks, alles. Ich habe damit nicht gerechnet. Ihr habt alle genauso viel Bock auf Octabattle wie ich. Deswegen schauen wir rein in die Bewertung von Julian. 17 Minuten, ich bin mega gespannt. Einerseits bin ich gespannt, ob es bei Helo zu Punktabzügen kommt. Ich denke, da wird jetzt auch einmalig geklärt, ob das Intro von Julian bzw. vom Octabattle dazu zählt zu der Battle Runde. Zweitens bin ich gespannt generell, wie diese ganze Punchline-Sache ausgeht, weil auf Punchlines gehe ich natürlich in meiner Reaction jetzt nicht so krass ein. Ich versuche immer alles zu verstehen und immer irgendwie alles mitzuschneiden. Trotzdem geht oft noch was mir durch die Lappen. Bei Morgana in der Runde zum Beispiel auch die Zeile: im vierten Part lag eine Fehlgeburt im Becken, und dass dann Batasmo mit dieser Geste kommt. Ich habe erst im Nachhinein gecheckt, selbst nach dem Schnitt erst, kein Scheiß, dass es wahrscheinlich auch eine Anspielung an Batasmo sein sollte und er deswegen da auch zu sehen war. Ich dachte einfach nur, ja, hat den reingenommen, einfach nur, weil er es kann. Das gestehe ich mir auch ein. Also, ich schneide nicht immer alles mit. Ich bin mega gespannt, wie gesagt, wie diese Punchline-Bewertung jetzt ausgeht, wie das Ding im Allgemeinen ausgeht. Beide haben den Sieg verdient und ich habe jetzt lang genug gelabert. Wir gehen rein da. Ich habe richtig Bock. Oh, das ist ein bisschen sehr leise. Das müsste gar nicht passen von der Lautstärke. Wir sind im ersten Halbfinale vom ersten Octa-Battle und wir haben Hell Kamikaze, der sich mit Jotams Gesicht den Arsch ab. Geil, dass hier noch Statistiken sind. Warte mal, jetzt habe ich einfach, weil ich schon wieder vorausschauend planen und handeln wollte, habe ich die Kamera nach unten gezogen und jetzt verdecke ich die Statistiken. Deswegen ziehe ich die Kamera einmal kurz hoch. Wahrscheinlich darf ich sie später wieder runterziehen, aber das ist mir egal. Krass, ich wusste gar nicht, dass Morgana erst junge 20 Jahre alt ist. Und Helo auch erst 23. Da fühle ich mich ja im Vergleich zu den beiden ein bisschen alt, auch wenn ich jetzt nicht so krass viel älter bin. Aber Battlestil Agro und Agro zum Quadrat, das ist auch schon wieder sehr, sehr cool. Ich finde es so geil, dass Julian so Bock hat, Alter, wirklich. Wir sind im ersten Halbfinale vom ersten Octa-Battle und wir haben Hell Kamikaze, der sich mit Jotams Gesicht den Arsch abgewischt hat, gegen Psychopathen Morgana Galle spuckenden Psychopathen Morgana. Beide wollen sich hoffentlich aufs Übelste gegenseitig die Scheiße aus dem Leib battlen, natürlich ohne irgendwelche ekelhaften Octa-Battle-unwürdigen Bitch-Moves. Ich hoffe inständig, dass ich heute das erste Mal 3 Punkte für eine Zeile rausballern darf. Ich hoffe inständig, dass dieses Battle ausgeglichen sein wird und sich beide gegenseitig so heftig die Schnauze einschlagen, dass Zähne rumfliegen. Beide sind im Zeitlimit geblieben. Kamikaze meinte, er hätte noch Werbung hinten dran, aber das fällt nicht unter das Zeitlimit, also schon mal keine Überlänge, die irgendwem das Endergebnis versauen könnte. Okay. Und ich bin ein bisschen gehypt. Morgana hat nur etwas über 3 Minuten Länge. Könnte das eine komprimierte, sich nur auf das Wesentliche beschränkende Zerfickung aus dem Bilderbuch sein? Bringt Hell Kamikaze wieder eine Bars-Offensive, wie es bei Jotam der Fall war? Bevor wir da einsteigen, kleines Update zum Octa-Battle Zavo. Oh, es gibt okay. jetzt einen Herausforderer, und zwar für die Seekers. Macht auf mich einen slawischen Eindruck, also könnte hier jemand Rache für Rassia geplant haben, oder es ist Warte mal kurz. Nee, das ist auf. Jetzt nochmal. Okay, die Qualität scheint wirklich so mies zu Ich sein. einen slawischen Eindruck, also könnte hier jemand Rache für Rassia geplant haben, oder es ist kompletter Zufall und ich laber nur Scheiße. Wer es nicht mitbekommen hat, das zweite Octa-Battle steht vor der Tür. Ein Infovideo dazu findet ihr in der Beschreibung. Abgeht Alter, rein okay. in die Materie. Ich würde sagen, dann haken wir beides gleichzeitig ab. Wenn die Bewertung hier vorbei ist, ziehe ich noch das Infovideo für Octa-Battle 2 rein. Wenn es dasselbe ist wie das, was vor ein paar Wochen, glaube ich, rauskam, dann lasse ich das, weil dann kenne ich das schon. Wenn es ein neues ist, schauen wir uns das zusammen an. Dann wird das hier halt ein etwas längeres Video. Aber ich denke mal, ihr habt da alle Bock zu. Schauen wir mal. Ich bin jetzt richtig gespannt.
Der geile Beat wieder, ey. Wir beginnen in alphabetischer Reihenfolge also mit Hell Kamikaze, welche anscheinend gar nicht Hell Kamikaze, sondern H3L Kamikaze heißt. Aber hey, hast du schon das neue Album von H3L Kamikaze gehört? Ist ein Satz, den noch nie jemand gesagt hat und auch niemals sagen wird, weil ja. H3L Kamikaze einfach kein bisschen von der Zunge rollt, also bleibe ich bei Hell Kamikaze, no disrespect. Okay, der erste Wichser war komplett schwerstbehindert und der zweite Boah, der Anfang war so geil. Julian hatte recht, ich hab nur 10% gegeben und Morgana, dieser Esel, kann er 11-mal miterleben. Ja, ich nach Kamikazes Intro dachte ich kurz, er will mein geliebtes Battle-Rap-Turnier mit Heavy Metal versauen, aber danach beginnt anscheinend die richtige Runde. Null Punkte für Hell Kamikaze und ein halber Herzinfarkt für Moa. Wobei, dass er Morgana damit frontet, dass er rumschreit wie ein Berggorilla, kann man schon als soliden Angriff sehen. Ich gebe hier einen knappen Punkt, auch wenn ich es minimal cool. unnötig finde, dass er hier nochmal auf Joe... Ich muss die Cam runterziehen. So... Das ist doof, ey, wirklich. Time rumtrampelt. Der hat seine Packung bereits bekommen und hat auch keine Möglichkeit mehr, sich zu Wort zu melden in diesem Turnier. Weiter geht's mit Morgana. Boah, der Einsatz jetzt. Das ist so krass, Mann, Alter. Okay, Morgana hat noch nicht mal angefangen, aber der Beat scheppert schon übelst rein. Ja. Ich bin kurz davor, einen Punkt zu geben, weil der Beat einer Punchline in die Fresse von Kamikaze gleicht. Ich halte mir die Option an dieser Stelle mal offen. Das ist so geil, ey. Oh, der Einsatz jetzt auch. Helo Kamikaze, du grapschst mir an den Arsch. Ich hab immer gute Laune wie dein Vater beim Spagat. Im Viertel, da musst du deine Angst ziemlich groß sein. Ich meine, wer schreibt bitte freiwillig 4 Parts gegen Showtime? Ich spuck auf diesen Kelp, raus aus meinem Schwimmbad, Helo. Denn du warst da nur zum Putzen angestellt. Deine Freundin, das ist kein Punkt, okay? Sie ist wie deine Viertel-Location, da liegt eine Fehlgeburt im Becken. Die Anfangszeile von Morgana ist auch für mich ein misslungener Versuch eines Flips und scheppert nicht. Wo soll der Diss dabei sein, dass der Vater gute Laune beim Spagat hat? Wird er dabei in den Arsch gefickt oder wo ist der Diss? Ich peil's nicht mal. Kommt mir ein bisschen wie ein halber Zweckreim vor. Dass Hell Kamikaze aus Angst viel gegen Showtime geschrieben hat, halte ich für Blödsinn, weil Hell Kamikaze eindeutig besser war, aber es ist trotzdem ein legitimer Angriff und punktwürdig. Außerdem lässt Batasmo grüßen mit einer Beckenzeile, die aber leider nicht wirklich ausgereift ist. Es ist wieder dieselbe Frauenbecken- und Schwimmbadbecken-Doppeldeutigkeit aus Batasmos Runde und nicht überragend gut umgesetzt. Deine Freundin bläst, sie steht auf gute Texte, sie ist wie deine Viertel-Location, da liegt eine Fehl Geburt im Becken. Da hätte man vielleicht lieber eine Anfangszeile verwenden können, die auch zu der Punchline passt, um hier einen Punkt rauszuholen. Zum Beispiel, dass Kamikaze unfähig ist, ein Kind zu zeugen, was der Grund für die Fehlgeburt ist. Ich mach das mal kurz als Beispiel, ich scheiß mal kurz auf Reimsauberkeit und eigentlich hat man auch nur einen Sack, aber ich will nur kurz demonstrieren, was ich meine. Aufgrund deiner behinderten Gene, im Penis und den Säcken ist dein Girl wieder ein Video, es liegt eine Fehlgeburt im Becken. Fotze. So hätte es möglicherweise für einen Punkt reichen können, weiter geht's mit Kamikaze. Okay, aber ich finde es cool, dass Julian hier diesmal sehr, sehr ausführlich erklärt, warum die Zeile keinen Punkt gebracht hat. Weil man hat ja auch bei mir gerade gesehen, dass ich mich gewundert habe, warum die Zeile keinen Punkt bringt. Und ja, ich finde es mega, dass er das komplett erklärt. Super geil. Ey, schlag dir fürs Geschrei deine Scheißfresse ein und bring dich zu deinem zweitgrößten Feind. Eine Bücherei, süße, dicke Backen, da ist der Hamster, fucken Flow. 365 Tage in der Masterphase, Bro. Oder was ist denn da los? Ey, meine Jacke an, du Spaß, damit man nicht erkennt, dass du Klauze und Schwabbeltitten hast. In meinem Schwimmbad war kein Wasser, ist nicht im Betrieb, du Bastard. Bei dir war kein Wasser, weil du uns Bauchklatscher gemacht hast. Finde ich jetzt nicht so richtig reinscheppernd. Morgana ist meines Erachtens ganz normal gebaut. Keine Ahnung, wann da jetzt so viele Fetten Lines kommen. Auch gesagt. Aber Hamsterbackenflow, 365 Tage in der Massephase, Bro. Reicht dank des guten Reimes trotzdem für einen Punkt. Das Rauchen hat nichts mit der Stimme zu tun. Das sind gehörige Alpha-Gene von Bixiger Jules. Du zappelst rum wegen der Coke-Line und Crack. Bevor ich deine Runde poppe, feature ich Showtime auf Trap. Box dir die Lippen weg. Du bist bisschen homo, ja, dann halt ich mich beim Arsch. Ficker den Baum in deiner Mütze fest. Knocke den Lapp in die Kopf und Beamten finden eine Masse aus Gedärmen auf der Octagon-Matte. Morgana bekommt einen Punkt dafür, dass er Hell Kamikaze in den Arsch ficken will. Wer ihn an seiner Bommelmütze festhält, wer bereit ist, so etwas Abstoßendes durchzuziehen, hat definitiv einen Punkt verdient. Auch wenn ich das eigentlich nicht gutheißen kann, wenn sich meine Teilnehmer gegenseitig in den Arsch ficken.
Aber ich finde es krass, dass es bisher tatsächlich doch gar nicht so viele Punkte gab. Also ich hätte zumindest bei beiden schon erwartet, dass es da ein paar mehr Punkte gibt. Auch wenn es plump ist und wenn es jetzt nicht so innovativ ist oder so. Auch die fetten Lines von Halo. Also da kommen ja jetzt noch ein paar auch mit dem Schwimmbad und so. Aber ich hätte da wirklich erwartet, dass da ein bisschen mehr kommt. Ehrlich. Vielleicht hat Julian nach der Runde von den Seekers und Rassia gar keinen Bock mehr, doch wieder mehr Punkte zu geben. Und da wolltest du schon wieder deinen Pipi-Mann zeigen. Da kann noch nicht mal ein riesiges Schwimmbad feucht bleiben. Messages für Fotzen, ja, da gebe ich dir recht. Stand da oben was? Da kann noch nicht mal ein riesiges Schwimmbad feucht bleiben. Messages so, für Fotzen, ja, Runde, da gebe ich dir recht. Ich lebe zweimal so Mucke, bei der mir mein Pimmel nach innen wächst. Zeigst du Mara deinen Schwanz und es wird dich gestöhnt. Aus deinem Asiaten ist sie weitaus Größeres gewöhnt. Hätte ich dich als Wecker drohen, wird sogar meine Oma aufwachen. Aus dem Grab rausgrabbeln und die Scheiße ausmachen. Drei Punkte für Kamikaze. Morgana hat laut Kamikaze ein kleineres Gemächt als der Asiate. Ist jetzt nicht so wirklich der innovativste Ansatz, aber die Umsetzung ist okay und reicht gerade so für einen Punkt. Und dass Kamikazes Oma aufwachen und aus dem Grab steigen würde, um die Scheiße auszumachen, wenn Kamikaze einen Morgana-Wecker hätte, sehe ich als Zwei-Punkt-Zeile. Das, die Zeile ist tatsächlich an mir vorbeigegangen. Komplett, komplett an mir vorbeigegangen. Die ist wirklich gut. Das ist wirklich ein guter Punch. Oh, die Hook ist so schön, ey. Morganas Hook ist vom Soundbild nicht so mein Ding, aber ich gebe trotzdem einen Punkt, weil er hier gut. Am Ende ein schönes Wortspiel gegen Kamikaze bringt mit achtmal um die Ecke denken und er will Kamikazes Hirn im Oktagon, welches acht Ecken hat, verteilen. Morgana lässt hier auf sehr angenehme Art und Weise ein bisschen Gewalt mit einfließen. Ey, das ist so unendlich gut, wirklich. Kamikaze rastet komplett aus und das, was ich für ein Intro gehalten hatte, ist scheinbar eine Metal-Hook. Finde ich persönlich etwas drüber, aber wenn das Kamikazes Geschmack ist, dann will ich auch nicht groß daran rumkritisieren. Mit klassischem Rap hat das relativ wenig zu tun, also ist ja. Das außerhalb meiner Expertise. Aber da bleibe ich wirklich bei meiner Meinung, es ist ein verdammt guter, eine verdammt guter Schachzug von ihm, so eine Hook zu machen gegen jemanden, der halt offensichtlich sehr viel am Rumschreien ist und sehr viel in diese aggressive Richtung geht. Klar, dass es jetzt kein aggressiver Rap ist, sondern wirklich so ein bisschen Rock-Metal so in die Richtung. Ja, aber es ist trotzdem, finde ich, eine verdammt gute Idee. Und dafür hätte ich, also einen Punkt hätte man dafür doch mindestens geben können. Du bist echt traurig, du Piech. Mit so einer Mütze wäre ich auch depressiv. Ich gebe Rassia einen Fünfer, damit er dich durch dein Studio boxt. Wenn du dich mit deinen Freunden ritzt, nennt ihr euch Suicide Squad. Schreibst du auf Bader oder Hustensaft? Oder wenn du mal wieder einen Mental Breakdown in der Dusche hast? Weil die Depressionen dich ficken und das war's. Du ritzt dir Kurvendiagramme deiner Stimmung in den Arm. Stabil, was Morgana hier. Okay, ganz kurz, bevor ich Julians Meinung da höre. Ich fand den Depressionspart bis auf das Finale am Ende, was auch an mir vorbeigegangen ist, was ich aber im Schnitt gemerkt habe, fand ich den Depressionspart tatsächlich gar nicht so krass, weil halt für mich Elo nicht den Anschein macht, dass er depressiv ist. So, die Aufnahme wurde gerade unterbrochen, deswegen weiß ich nicht, wo stehen geblieben ist, wo ich stehen geblieben bin. Ich glaube, dass ich meinte, dass für mich Halo nicht rüberkommt, als wäre er depressiv. Ich habe mich aber eines Besseren belehren lassen aus den Kommentaren von zu meiner Reaction. Da haben nämlich Leute gesagt, dass sie glauben, dass diese Punchlines daher stammen, dass Joetime in seinem Battle gegen Halo Punkt dafür gekriegt hat, dass für die Zeile mit den manischen Depressionen und dass Morgana aufgrund dessen diese ganzen Sachen bringen möchte. Schauen wir einfach mal rein. Ich bin gespannt, wie Julian das jetzt begründet. Wirklich. Gemacht. Absolut stabil. Erstmal ist Kamikazes Mische tatsächlich ausbaufähig, aber außerdem hat Morgana den besten Ansatz genommen, den Joetime in seiner Runde gegen Kamikaze hatte, nämlich dass Kamikaze Depressionen überspielt okay. Und geht richtig schön rein. Jede Zeile ist punktwürdig. Morgana verteilt hier massive Schellen. Wenn man natürlich das so betrachtet, dass man wirklich diese Angriffsfläche nutzen will und dass es wirklich eine gegebene Angriffsfläche ist, dann wird es jetzt gleich in dem Part, also in dem kompletten Part, richtig Punkte regnen. Und ich bin gespannt. Ich glaube wirklich, dass diese finale letzte Zeile mit diesem, wenn Kamikaze fliegt, endet es sicherlich im Suizid. Das könnte vielleicht wirklich eine 3-Punkte-Zeile sein am Ende. Dann wird schöner Arsch gebumst. Jetzt will Kamikaze
Evil Shane. Dickerchen, jetzt wird dein bildschöner Arsch gebumst. Jetzt will Kamikaze Morgana in den Arsch schicken. Ist das hier ein Battle oder eine homosexuelle Liebesbeziehung, die die beiden hier am Laufen haben? Der Spaß, die bewegt sich so wie die Schildkröte auf Radium. Die Quali ohne Ton, die ist echt zum Lachen. Da kann meine Großoma bessere Rap-Moves machen. Ey, Morgana, das fand ich sehr lustig. Finale. Ich hab doch keine Zeit, was sind das für Bewegungen? Ey, Tai Chi im Altenheim, bring dich schnell zur Strecke. So wie Leuke, wie Bastard. In der Waldorfschule wärst du der Eurythmie-Master. Kamikaze kann sich hier für einzelne Zeilen keinen Punkt holen. Ich, ey, ich fand die aber echt gut. Achter einen Punkt, weil er hier mit einer Grundaussage ziemlich gut frontet. Und zwar, dass er Morganas Rap-Moves für lächerlich hält. Ich fand nicht, dass irgendeine Zeile wirklich überragend reingeklatscht hat, aber als Ganzes nicht, betrachtet, nee, relativ solide und punktwürdig. Ich fand halt wirklich die Zeilen an sich halt, ich fand sie lustig. Ob sie halt wirklich punchen, das ist natürlich eine andere Sache, aber ich fand sie lustig. Man hat es gesehen, ich habe sehr geschmunzelt über die Zeilen, vor allem über diese Bewegungen. Sehr gut. Du bist also manisch oder chronisch depressiv? Hilo, denn du rappst ja auch nur so, wie du dich fühlst. Nämlich monoton und ohne Punkt und Komma, du Verlierer. Dir fehlen die Höhen und Tiefen wegen Antidepressiva. Folge deinem inneren Kompass und krieche nicht von Hülle zu Hülle wie Anacondas. Mach keine Politik, das Battle ist wie japanische Kampfpiloten. Wenn ein Kamikaze fliegt, endet es sicherlich im Suizid. Morgana bringt hier einen hervorragenden Abschluss mit Bezug auf Kamikazes Künstlernamen, welcher ja in den Selbstmordmissionen der japanischen Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg seinen Ursprung findet, dichtet ihm hier zusätzlich im Vorfeld noch auf Basis von Jotimes Aussage Depressionen, mentale Breakdowns, Borderline und Antidepressiva an, garniert das Ganze noch mit einer Doppeldeutigkeit wegen Kamikaze-Flieger und damit das Kamikaze aus dem Turnier fliegt und schlussendlich endet beides mit einem Suizid. Ja, ich glaube, wir haben es. Dafür gebe ich 3 Punkte. Kann sein, dass ich ein bisschen drauf anlege, mal 3 Punkte geben zu dürfen. Vielleicht hätte man das Ganze auch noch etwas geiler formulieren können. Aber vom Sinn und vom Aufbau her denke ich mindestens 2. Für sich selbst gesehen ist das eine 1-Punkt-Zeile, aber wegen dem konsequenten Aufbau von Krass, kommt das schon ziemlich zerstörerisch. Das ist so lustig gerade schon wieder. Das ist so krass. Ich habe mich so geschämt und ich war so sauer auf mich selbst, dass diese Zeile so an mir vorbeigegangen ist. Ihr habt es in der Reaction gesehen. Ich habe einen sehr, sehr langen Text eingeblendet, oder was ist sehr, sehr lang, habe einen etwas längeren Text eingeblendet, wo ich sage, dass diese Zeile unglaublich gut ist, vor allem wegen dem ganzen Depressionspart und diese doppelte, im Prinzip genau das gleiche, was Julian gerade gesagt hat. Mich macht es so sauer, dass ich das in der Reaction wirklich komplett nicht gecheckt habe, weil das wirklich eine unglaublich krasse Line ist. Es ist exakt so, wie Julian sagt, als einzelne Zeile wirklich nicht mehr als ein Punkt, aber das komplette Ding, der komplette Part baut darauf auf, dass Elo Depressionen hat und sonst was. Und das ist als Finalzeile unglaublich gut. Unglaublich gut. Wirklich, ich hasse mich selbst, dass ich das nicht gecheckt habe in der Reaction. Wirklich. Zeile, aber wegen dem konsequenten Aufbau von Morgana kommt das schon ziemlich zerstörerisch. Ja. Deine Quali gemutet, wie ich mit es geben kann. Das sieht aus wie eine Anleitung für einen Regentanz. Ja. Morgana möchte hart sein und Beast rappen, doch sieht dir der Quali aus wie ein Michelin-Männchen. Ja. Bei dem Jotime, da dachte ich, Mann, ich nix mit Humor. Doch bei dir, da war ich traurig wegen dem Kehlkopftumor. Für die Chemotherapie ist dann das Preisgeld bestimmt. Und das ist ja doppelt die gut, geil, dass ich die den Scheiß hier gewinne. Kamikaze die, Battle, die fand ich geil. Locker, flockig, aber irgendwie fühlt sich das alles nicht sonderlich zerberstend an. Bei Morgana kommt nochmal die Hook, für die es keine weiteren Punkte gibt und anschließend pisst er, warum auch immer, noch auf Kamikazes Mikrofon. Disrespect ist auf jeden Fall vorhanden. Bis jetzt sieht es für mich so aus, als hätte Morgana hier die Nase vorn. Ich war leider so unendlich clever, mir die Punkte nicht aufzuschreiben. Deswegen ist das nur eine Vermutung. Aber wir haben auch noch 2 Minuten vor uns bei Kamikaze. Ey, Phantasma, drückende Stimme, dicke Laber, keine Scheiße. Ey, du bist doch viel am Drücken, da wird Schwarzenegger neidisch. Morgana wird beim Rekorder die Bettpfanne vor das Mic gepackt. Der bei dem Druck nach jedem Track hat er sich eingekackt und sein Producer hat die Schnauze voll von Kacken und Pinkeln, deshalb trägt Morgana jetzt eine Erwachsenenwinde. Ey, beweis mir doch das Gegenteil, das geht nicht, weil du bist kein Psychopath und du bist hier der Pflegefall. Kamikaze bringt hier. Boah, ich glaub wirklich, das tut mir jetzt schon leid, wenn ich sehe, dass Julian wirklich kaum Punkte dafür gibt. Boah, ich glaube, der wird einige Punkte wegen Überlänge abgezogen kriegen. Ich habe ja in meiner Reaction schon gesagt, dass ich es befürwortet hätte, wenn Helo einfach ein Part weniger gemacht hätte, weil ich das selbst auch zu lang fand und ich den Anfang noch stärker fand.
Und Julien gibt für den Anfang schon relativ wenig Punkte. Und zum, also wie gesagt, zum Ende hin fand ich es schwächer. Das tut gerade ein bisschen weh, wirklich. Das tut gerade echt ein bisschen weh, das so zu sehen. Also ohne mich jetzt irgendwie auf eine Seite von irgendjemandem stellen zu wollen, aber halt einfach, wenn das jetzt schon keine Punkte bringt. Vielleicht irre ich mich auch, vielleicht kommen gleich nochmal ordentliche Zeilen, die Julien dann auch wieder begründet und so, aber ich habe eine leichte Vorahnung, dass das eventuell ein böses Ende nehmen könnte für Halo. Ein bisschen Durchschnittsware gerade, wie es für mich den Anschein macht. Alles so reicht nicht ganz für einen Punktbereich. Ich gebe nochmal einen Punkt für den kompletten Achter, aber nicht für eine Zeile im Speziellen. Bei dem Rapper kann ich deine Hemorrhoiden wachsen sehen. Anstatt Druck in der Stimme empfehle ich dir eine Anuscreme. Wenn ich mir den Puffel aus der Nase ziehe und den vor das Mic stelle, ist der Flow mäßig mehr aggressiv und kickt bessere Rhymes. Ey, nach Coca-Cola mit Kohlensäure kling ich wie du. 100% Gegnerbezug, wie bei der so eine lustige Zeile, ey. Du könntest nicht gewinnen, wenn deine verdammte Runde eine Hook wäre. Kamikaze holt sich mit kreativ. Okay, aber auch, dass die letzte Zeile keinen Punkt gebracht hat, das mit der, wenn deine verdammte Runde eine Hook wäre, finde ich auch ein bisschen komisch tatsächlich, weil Morgana halt wirklich sehr, sehr viele Punkte in seinem Battle gegen, Batasmo, sehr, sehr viele Punkte durch seine Hooks auch, oder durch seine Hook bekommen hat. Hätte ich eigentlich auch einen Punkt vergeben können, weil das eigentlich ein ziemlich guter Gegnerbezug ist, finde ich. Angriffen, Punkte im Stil von seinem menschengewordenen Sackschweiß, den er gegen Jotan benutzt hatte, ist es diesmal ein Popel, den er sich aus der Nase zieht, so, vor das okay. Mic stellt und der dazu in der Lage ist, flowmäßig aggressiver zu sein als Morgana und bessere Reime hat. Punktwürdiger Angriff, manche sagen, sie geben Blut, Schweiß und Tränen. Von Kamikaze gibt es zusätzlich noch Popel und Sackschweiß. Was will man mehr? Außerdem gibt es noch einen Punkt für seine Cola-Zeile. Batasmo war ein Hauptschüler, hat er nicht gesagt. Ja, das weißt du, weil du in der fucking Nachbarklasse warst. Ey, Morgana, der kann brüllen, ja, und saufen kann der auch. Da lacht eine Förderschule sogar diese Hauptschulklasse aus. Sieht man dieses Opfer da mit Alkohol am Rumposen, gibt dir sogar ein verdammter Obdachloser Almosen. Haben das verstanden? Ihr seid cool mit eurem Pennerbier. Was für eine widerliche Opferscheiße, das zu zelebrieren. Kamikaze bringt eine 2-Punkt-Zeile mit Gegnerbezug wegen Morganas Quali, in der er, hat er nicht gesagt, in seiner Hook bringt. Außerdem hat Morgana Batasmo als Hauptschüler bezeichnet. Und das drückt Kamikaze Morgana hier in Kombination optimal in die Schnauze. Ihr sauft jeden Tag, ich krieg ne Spastiker raus. Du hast einen Bausparvertrag für dein Flaschenpfandhaus. Ich mach die Texte und die Beats selbst, das kann halt nicht jeder. Du brauchst die Leute für ne Line mit nem Grammatikfehler. Du willst ein Part machen im Video, das geht dir die Hose. Du schaust aus wie ne personifizierte Leberzirrhose. Auf dem Wicket des Finale bist du ein Boxenstopp, du Fotze. Ey, du wirst kein Schmetterling, denn du Opfer wirst ne Motte. Kamikaze bezeichnet Morgana als personifizierte Leberzirrhose und das ist punktwürdig. Wunderschöne Formulierung. Der Pfandflasche Ticket nach Einstücke der Rapper, das wie ein Retard bewegende Pflegekind von Rapper. Ey, du blast mit die Lunte, du bist kein Rambock, du bist ein Zahnstocher-Kumpel, der tanzt für den Job. Morgana ist nicht käuflich, hat er sich geschworen, aber macht locker ein Feature für eine Flasche Doppelkorn. Ja. Nach dem Battle kümmern sich um dich dann die Arschgeier. Als Rapper war das nix, aber versuch es mal als Marktschreier. Kamikaze holt sich wieder einen Punkt, der meint, Morgana wäre besser als Marktschreier geeignet und man kann nicht abstreiten, dass Morgana sehr gute Skills als Marktschreier hätte. Also ich lag anscheinend mit meiner Vermutung vorhin komplett daneben. Also, dass es doch hin und wieder Zeilen gibt, die Punkte gebracht haben, gönne ich ihm auf jeden Fall. Wenn er diesen Karriereweg in Angriff nehmen würde. Laut brüllen finde ich auch, ist der Hammer. Je lauter, desto besser, wie beim Sex mit deiner Mama. Zieh dich gegen Mr. Kamikaze, bitte schwarz an. Willkommen auf deine Beerdigung, ich finde dir den Arschmann. Ich snappe dir deine Drohne vom Himmel, für dich gibt es keinen Grund abzuheben. Kamikaze regelt, anstatt dein Gebrüll, du Haufen Scheiße, gönne ich mir ein Sägewerk auf Dauerschleife. Letzter Punkt für Kamikaze. Kamikaze gibt sich lieber ein Sägewerk in Dauerschleife. Ich hab was im Auge, Mann. Morganas Gebrüll zu geben, auch wenn es irgendwie ein kleines Fettnäpfchen ist, weil er eine Sekunde danach in der Hook anfängt rumzubrüllen und das kann ich mir wiederum nicht wirklich geben. Jetzt bin ich gespannt, Gesamteindruck. Übertrieben gespannt jetzt. Ja, meine Zwischenpunkte stand und ich gebe mir beides nochmal in alphabetischer Reihenfolge komplett für den Gesamteindruck. So, ich habe mir beide Runden noch öfter als einmal gegeben und Kamikazes Runde fand ich immer dann ziemlich gut, wenn die Hook gerade nicht lief. Keine Ahnung, was ihn da geritten hat, aber das klingt einfach wie zwei komplett unterschiedliche Lieder und ergibt ein unharmonisches Soundbild. Darum soll es aber nicht gehen, ja, das stimmt, mich das tatsächlich unfassbar ein bisschen, ja, genervt hat, sondern darum, wer hier wen kaputt gemacht hat. Und um das festzustellen, habe ich ähnlich wie bei Fortune gegen Levi mal eine Gegenüberstellung von Angriffen vorbereitet, okay, die meiner Meinung nach am meisten Schaden angerichtet haben. Morgana brüllt wie ein Berggorilla, Morgana ist
Morgana 65 Tage perfekt. Der Massephase. Morganas Rap-Moves sind lächerlich. Morgana disst Batasmo damit, dass er ein Hauptschüler ist, obwohl er in der Nebenklasse gesessen hat. Morgana sieht aus wie eine personifizierte Leberzirrhose. Morgana sollte lieber als Marktschreier weitermachen. Um ehrlich zu sein, ist das bei 4,5 Minuten eine extrem magere Ausbeute. Ja. Kamikaze hat aus Angst 4 Parts gegen Jotam gemacht. Kamikaze ist depressiv. Kamikaze hat Mental Breakdowns in der Dusche. Kamikaze ritzt sich. Kamikaze wird sich nach dem Battle umbringen. Auch eine relativ magere Ausbeute, aber dafür auch nur 3 Minuten Länge. Ich sehe Morgana insgesamt relativ knapp vorne im Gesamteindruck. Hell Kamikaze hätte alles auf 2 Parts runterkürzen und sich diese furchtbare Hook sparen können. Dann hätte er diese Runde gehabt. Ich gebe zu. Alter, im Prinzip habe ich doch genau das auch gesagt. Wie krass. 20 Punkte an Morgana und 15 Punkte an Hell Kamikaze. Dazu kommt das User Voting und wir haben einen Endpunkt gestartet. Alter! krass. Yo, Alter, es geht ja fast nicht mehr knapper. Lecko. Cam wieder hoch. Cam ist oben. Ja, eine etwas ernüchternde Begegnung für Kamikazes Hook hätte ich am liebsten 3 bis 5 Punkte abgezogen, aber ich konnte mich dann doch noch zusammenreißen. Abgesehen davon solide Battle-Leistung, auch wenn es unnötig viele Zeilen gab, anscheinend hat das mit der Konditionierung noch nicht so ganz geklappt. Nur weil 4 Minuten 30 möglich sind, müssen die nicht unbedingt ausgeschöpft werden. Morgana gewinnt hier durch Kompaktheit, zieht straight durch und es reicht für eine knappe Führung und den Einzug ins Octa-Battle-Finale, wo er entweder gegen Levi 77 oder die Seekers antreten wird, welche sich nächste Woche gegenseitig die Köpfe einmatschen werden. Krass, 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 krass. Ich glaube, hier kommt nichts mehr. Nee. Krass, ich blende das nochmal kurz ein. Die Punkteverteilung, also das ist wirklich unglaublich knapp. Helo, Alter, du hast krass abgeliefert. Mir hat deine Runde wirklich sehr, sehr gut gefallen. Morgana, deine Runde hat mir auch gut gefallen, falls ihr beide das sehen solltet. Keine Ahnung, falls nicht, auch nicht schlimm. Ey, was soll man dazu sagen? Es ist halt wirklich, es ist im Prinzip so, wie ich auch in der Analyse, sag ich mal in Anführungsstrichen, die ich ja am Ende von Morganas Runde dann gemacht habe. Im Prinzip ist es genauso gekommen, wie ich es gesagt habe. Ich meinte ja auch, wenn Kamikazes Runde einen Part kürzer gewesen wäre, wäre das relativ eindeutig gewesen, weil ich glaube, Julian hätte dann für beide für den Gesamteindruck die gleiche Punktzahl gegeben. Es ist im Prinzip exakt so, wie Julian gesagt hat, es wirkt ein bisschen zu lang. Ja, es ist leider so. Nichtsdestotrotz haben beide ein unglaublich krasses Battle gegeneinander gehabt und ey, absolut, was war mit meiner Stimme? Absolut verdient. Für Morgana, aber auch Helo hätte es verdient. Übertrieben krass. Was ich feiern würde, ohne Scheiß, wäre, wenn Morgana im Finale gegen wen auch immer, wer da antritt, Helo einfach als Gastpart noch mit reinnehmen würde. Das würde ich persönlich extrem feiern. Und was noch viel lustiger wäre, wäre, wenn jetzt Levi wirklich ins Finale kommen würde, weil dann hätte Morgana theoretisch die Möglichkeit, ja auch Levi damit zu battlen, dass er ja bei ihm im Video war und was weiß ich alles. Ich glaube aber auch, dass Levi von seiner Position aus da zurückbattlen könnte. Also da sind wirklich unglaublich viele Möglichkeiten, unglaublich viele Optionen offen, wie das Finale aussehen wird. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich hätte mich auch bei Helo gefreut. Ich finde beide krass. Ich finde es richtig schade, dass einer von denen jetzt also halt Helo verloren hat. Aber es gibt noch eine Morgana-Runde und das macht mich richtig glücklich. Das macht mich wirklich sehr, sehr glücklich. So, schauen wir uns mal noch das Infovideo an, würde ich mal sagen. Also ich habe gerade kurz ein bisschen durch dieses Infovideo geguckt und tatsächlich kenne ich das Video schon. Das heißt, ich cut jetzt hier raus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Kein Gefühl für irgendwas. Weiß nicht wie, was für Ziel. Überwältigt von dem Feel. Weil ich alles gebe. Ich weiß nicht wie ich weitermache. Keiner weint und keiner lacht. Kein Gefühl für irgendwas. Weiß nicht wie, was für Ziel. Überwältigt von dem Feel. Weil ich alles gebe.